Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es mein Lesemonat März geben. Ich hoffe, ich zeige euch jetzt keine Bücher, die ich euch schon im Februar gezeigt habe, weil ich gucke das immer nur auf Goodreads und da mache ich das manchmal, aktualisiere ich das erst viel später. Deswegen, wie gesagt, hoffe ich, ich zeige euch nichts doppelt. Wenn schon, dann ja, betrachte das einfach mal als hinfällig. Aber nichtsdestotrotz hatte ich einen sehr, sehr guten Lesemonat. Mein März war echt super. Ich habe so viele Bücher gelesen. Und ja, bevor das Video vollkommen den Rahmen sprengt, würde ich sagen, fangen wir direkt an. Eins der Bücher, was ich gelesen habe im März, war Sturmtochter Band 2. Ich habe mir gedacht, komm, liest du mal weiter. Und ich habe Band 3 auch zu Hause und so konnte ich direkt weiterlesen. Das mache ich momentan total gerne, dass ich Reihen einfach ja, in einem Rutsch durchlese. Und das habe ich hier gemacht und ich habe Sturmtochter 2 gelesen und ich fand es wirklich, wirklich gut. Es hat mir wieder unglaublich gut gefallen. Ich mag die Charaktere, ich mag die Geschichte, ich mag die Fantasy-Welt. Ich kann euch hier natürlich nicht allzu viel zum Inhalt sagen, weil ich euch sonst spoilern würde. Aber ich finde auf jeden Fall, dass sich diese Reihe lohnt und ich finde einfach die Fantasy-Welt. Ich mag die unglaublich gerne. Und ich glaube, Band 2 hat mir sogar noch mal ein Stück besser gefallen als Band 1. Ich mag die Freundschaften, die hier geknüpft wurden. Ich mochte die Charaktere, die man neu kennengelernt hat. Die waren alle unglaublich süß und toll. Und ja, ich fand es gut. Es hat mir sehr gut gefallen. Und ja, ich habe bis also heute, an dem heutigen Tag, wo ich das Video drehe, habe ich tatsächlich den dritten Band auch schon beendet. Aber das seht ihr dann im April. Dann hatte ich eine Zeit lang richtig viel Zeit zum Hören und habe so das ein oder andere Buch gehört, was ich schon so ewig lange auf dem Sub habe, von dem ich aber nicht weiß, wann ich es lesen werde. Und ja, ein Buch davon war Zeugenkussprogramm. Ich habe das Buch schon so lange auf dem Sub von Eva Völler. Es geht hier halt um ein Mädchen, das in ein Zeugenschutzprogramm muss. Und ja, da ist natürlich ein Kerl, der ist ziemlich heiß und ja, die beiden fühlen sich zueinander hingezogen. Ich muss sagen, für mich war es nur so eine mittelmäßige Geschichte. Ich fand es teilweise schon ziemlich lustig, aber es war sehr jung und ja, es war mir teilweise einfach zu jung, zu kindisch und ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Es ist halt so ein Buch für zwischendurch. Ich bin froh, dass ich es gehört und nicht gelesen habe, weil das wäre für mich ein bisschen, glaube ich, verschwendete Lesezeit gewesen. Auch wenn sich das jetzt sehr hart anhört, aber ja. Als nächstes habe ich gelesen Best Man von V. Keeland. Ich dachte eigentlich die ganze Zeit, es wären nur die 4 Bände. Oder sind das nur die 4? Nee, ich glaube, das ist eine andere Reihe, wo sie einen mehr hat. Auf jeden Fall, V. Keeland mag ich unglaublich gerne und ich mochte die anderen 3 Bände auch richtig dolle. Und ja, hier geht es um Nat. Keine Ahnung, auf jeden Fall um unsere Protagonistin. Und ja, die geht auf die Hochzeit ihrer besten Freundin und für sie ist das eigentlich so eine ziemliche Qual, weil ja, ihre Ehe ist in die Brüche gegangen. Wieso, weshalb, warum, das müsst ihr selbst lesen. Und ja, am nächsten Morgen ist sie völlig schockiert, als sie im Bett des heißen Trauzeugen aufwacht von dem Ehemann ihrer Freundin. Und ja, der lässt aber nicht locker und ja, so kommt es, dass die beiden sich wieder treffen und da vielleicht etwas entwickeln. Ich mochte das Buch sehr gerne. Es hatte wieder den typischen Humor von V. Keeland. Ich muss sagen, für mich war es zwar der schwächste Band der Reihe. Für mich hat es sehr lange gedauert, bis das Ganze in Fahrt kam, was nicht schlecht war, aber es war mir ein Ticken zu lang, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand es auch super, das Buch, aber wie gesagt, wenn ich jetzt so entscheiden müsste, wäre dieser hier, glaube ich, der schwächste von allen. Dann habe ich Lovers and Haters gelesen und ich bin mir bei diesem Buch ziemlich sicher, dass ich es schon mal in die Kamera gehalten habe. Ich habe gerade so ein Déjà-vu, so als hätte ich es euch im Februar schon gezeigt. Es kann tatsächlich sein, dass ich das auch im Februar gelesen habe. Ich glaube nämlich sogar schon, deswegen überspringen wir das jetzt einfach. Ich verlinke euch die Rezension trotzdem, schaut da gerne vorbei. Ist auch eine süße Geschichte, nichts Besonderes, aber so für zwischendurch mal ganz nett. Dann habe ich ein Buch gelesen, was ich schon sehr, sehr lange lesen wollte, und zwar Bring Down the Stars von Emma Scott. Auch hier meine ich, es euch schon gezeigt zu haben. Das ist gerade so traurig. Ich muss es beim nächsten Mal ein bisschen besser aktualisieren bei mir auf Goodreads. Oder habe ich es euch rezensiert? Ich weiß es nicht. In irgendeinem Video habe ich von diesem Buch gesprochen, das weiß ich. Es hat mir so mittelmäßig gefallen. Ist für mich ihr schwächstes Buch. Ihr wisst ja, ich bin ein unglaublicher Emma Scott-Fan. Ich mochte ihre Bücher alle total gerne. Für mich war das hier eher eins der Schwächeren. Ich fand die Protagonistin sehr naiv. Also es geht hier um Autumn. Und Autumn lernt Connor kennen. Und ja, die beiden
entwickeln was und ja, verlieben sich ineinander. Und Autumn verliebt sich vor allem in Connors romantische Worte, in seine Poesie, in seine romantische Art und Weise. Nur das Problem ist, dass diese Worte nicht von Connor kommen, sondern von Weston oder von Wes. Ja, genau. Und ja, für mich war die Protagonistin sehr naiv. Sie hat das nicht gemerkt. Ich fand jedoch die Poesie und die tiefgründigen Stellen und der Schreibstil, das war alles wieder unglaublich. Das kann Emma Scott einfach, da müssen wir nicht drüber sprechen. Aber für mich war es einfach so, für mich war die Protagonistin, ich fand die irgendwie so, ich mir so gedacht habe, wie kannst du das nicht merken? Irgendwann war es so offensichtlich, vielleicht wollte sie es auch einfach nicht merken, das kann natürlich auch sein. Und das Ende hat für mich leider nicht zur Geschichte gepasst. Ich fand das Ende krass, es war dramatisch, es war War, also kauft euch direkt Band 2, weil das Ende ist heftig. Aber es hat für mich einfach nicht gepasst, nicht zum Rest der Geschichte wirklich gepasst. Aber gut, wie gesagt, ich rede nicht so viel davon, ich bin mir sicher, ich habe schon mal davon geredet. Dann Following You. Da habe ich eine Rezension zu abgedreht. Ist so ein Stalker-Entführungsgeschichte. Habe ich gesagt, ist so ein? So eine? Ach Gott, naja, auf jeden Fall. Es ist so eine Stalker-Geschichte. Dark Romance. Hat mir okay gefallen. Ein mittelmäßiges Dark Romance-Buch, würde ich sagen. Ist jetzt für mich kein Muss, kann man mal für zwischendurch oder wenn man so in dieses Genre so langsam rein möchte. Ja, genau. Übrigens habe ich das von Mein Wunder bekommen, genau wie Lovers and Haters. Das wollte ich jetzt nicht vergessen zu sagen. Dann das nächste Buch, was ich gelesen habe, ist Game of Gold von Shelby Mahorin, was auch immer. Dieses Buch habe ich vom Verlag zugeschickt bekommen, also danke an dieser Stelle dafür. Und hier geht es um Lou. Und ja, Lou hat das kleine Problem, dass sie eine Hexe ist und ja, nebenbei auch noch vor jemandem wegläuft und deswegen ja immer auf der Flucht ist. Und ja, dann trifft sie aber auf den Hexenjäger, wie heißt der Hexenjäger? Reed, genau, auf den Hexenjäger Reed. Und oder Red hieß er, glaube ich, im Hörbuch. Ich habe es teilweise ein bisschen gehört und gelesen, so parallel. Ja, und wegen besonderer Umstände, da passiert was ich euch nicht verrate, sind die beiden gezwungen zu heiraten. Und so heiraten sie. Das ist ziemlich scheiße, denn Lou begibt sich direkt in das Umfeld der Leute, die sie eigentlich alle tot sehen möchten. Denn die Hexenjäger, die haben überhaupt keine Skrupel. Die sind, ja, sobald die eine Hexe sehen, die wird sofort auf den Scheiterhaufen gebracht und umgebracht. Und ja, aber auch dazu habe ich eine Rezension abgedreht, also schaut auch da gerne vorbei. Ich werde euch meine Rezension alle unten in der Infobox verlinken, genauso auch wie zu dem nächsten Buch, nämlich Feeling Close to You von Bianca Iosivoni. War für mich ein absolutes Monatshighlight. Ich fand es richtig, richtig gut. Mal was ganz anderes. Es geht hier so um Gaming und um eine Gamerin, die ja, im Internet quasi einen besiegt und derjenige ist der bekannteste Gamer überhaupt. Und ja, die beiden treten in Kontakt und es kribbelt von der ersten Sekunde an. Ich mochte die Geschichte unglaublich gerne, habe sie total genossen und richtig geliebt und gefeiert. Und ja, eine richtige Leseempfehlung von mir, kann ich euch sagen. Ich fand das Buch richtig klasse und es sieht wunderschön aus noch, ganz nebenbei. Dann ein Buch, was leider mir gar nicht zugesagt hat, ist Insta-Love, nur perfekt ist gut genug, von Tine Nell. Hier geht es um, ja, um ein Model, um Jules. Und ja, Jules hat einen ziemlichen Bekanntheitsgrad, kann man sagen. Und ja, Kameras verfolgen sie. Und ja, Jules hat vor kurzem mit ihrem Freund Schluss gemacht, beziehungsweise er hat mit ihr Schluss gemacht, wie auch immer. Und das Ganze ist nicht so gut ausgegangen und sie ist todunglücklich, hat totalen Kummer. Und dann trifft sie auf Paul und Paul ist eigentlich so ein total netter, total das Gegenteil von ihrem alten Kerl. Und ja, das ist so der grobe Inhalt. Mir ist leider gar nicht gefallen. Ja. Ich weiß auch nicht warum. Also Paul mochte ich zu Anfang echt gerne. Am Ende war er mir einfach nur noch total kindisch. Ich fand teilweise waren viele Dinge zu lange beschrieben. Das mag ich persönlich ja gar nicht. Das war mir einfach alles zu lang. Und den Schreibstil, den mochte ich richtig gerne. Der war flüssig und alles. Aber irgendwie die Geschichte, die hat mich, die hat es nicht so richtig. Und ja, es war so die ganze Zeit so dieses Gejammer und so die ersten Seiten, da jammert sie nur bei ihren Ex-Freunden. Das war mir einfach zu viel und zu nervig. Und ja, ich glaube, ich mochte sie nicht so wirklich.
Paul mochte ich eigentlich echt gerne, aber am Ende auch nicht mehr und leider war die Geschichte nur so mittelmäßig. So, und nochmal, momentan läuft irgendwie alles schief beim Drehen. Jetzt gerade hat er 100-mal die Aufnahme gestoppt, dann habe ich das mit dem Handy aufgenommen. Und jetzt nimmt er auf einmal doch wieder auf. Also die Kamera macht mich macht das Ganze momentan kirre. Wirklich. Erst ohne Ton. Ich habe letztens übrigens nochmal ein Video ohne Ton aufgenommen, weil ich so doof bin. Aber okay, ich hoffe, dass es jetzt funktioniert und ich nicht wieder mittendrin unterbrochen werde. Ja, sonst ist das halt so. Auf jeden Fall habe ich auch gehört, weil ich die Bücher schon ewig mal lesen wollte, beziehungsweise ja nie mit der Reihe weitergemacht habe, habe ich mir so gedacht, komm, du hörst sie jetzt, weil die Hörbücher wirklich nicht lange waren. Die gingen nur so 5 Stunden. Und zwar geht es um Selection. Und ja, das ist jetzt Selection Band 3. Ich habe vor Ewigkeiten Band 1 und Band 2 gelesen. Das war so ganz am Anfang meiner YouTube-Dasein, sag ich jetzt einfach mal. Und ich mochte die Bücher damals echt gerne. Selection war auch eins der ersten Bücher, die ich mir habe signieren lassen. Und ja, ich wollte unbedingt mit der Geschichte weitermachen und ich habe dann das Hörbuch gehört und ich muss sagen, ich bin unglaublich gut ins Hörbuch reingekommen. Also es war überhaupt nicht, dass ich so gedacht habe, so, was ist hier passiert, obwohl das schon so lange her war. Die Geschichte, muss ich sagen, sie ist sehr jung. Ich habe so hin und wieder mal die Augen verdreht, weil es schon echt jung ist. Aber ich mochte es wirklich, wirklich gerne, muss ich sagen. Es war total erfrischend und ich konnte mich an alles super erinnern. Ich habe total mit den Charakteren mitgefiebert, mit America mitgefiebert und ich fand es einfach richtig, richtig gut. Es hat mir so gut gefallen und ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und weil ich dann natürlich wissen wollte, wie es weitergeht, habe ich Band 4 gelesen. Das ist das Spin-off. Hier geht es um die Tochter von Prinz Maxon und der Frau, die er sich dann erwählt. Und ja, mochte ich auch super gerne. Ich hatte ein bisschen Angst, weil man so viel Schlechtes davon gehört hat, dass es einfach nicht so gut ist wie Selection. Aber es hat mir super gut gefallen. Ich fand Edlin, unsere Protagonistin, die halt auch hier ein Casting abhalten muss, aus bestimmten Gründen, ich fand sie so cool. Sie ist halt schon eine Zicke und man denkt sich manchmal schon so, oh Gott, ne? Aber ich fand sie einfach cool. Ich fand das Hörbuch teilweise auch echt lustig. Und ja, weil es mir so gefallen hat, habe ich direkt mit Band 5 weitergemacht. Das war dann der Abschluss von diesem Spin-off. Hat mir auch super gut gefallen. Ich habe den jetzt gerade leider nicht hier. Deswegen muss das jetzt so hinhalten. Auf jeden Fall, des Weiteren habe ich gelesen, Wie der Klang deines Herzens. Ich werde da jetzt nicht viel zu sagen, weil ich habe eine Rezension gedreht. Ich kann aber so viel dazu sagen, dass es mir unglaublich gut gefallen hat. Es war eine super süße New Adult Geschichte. Hier geht es um Lea und John. Und die beiden, ja, treffen sich und sind sich von Anfang an sympathisch. Sie werden beste Freunde. Und ja, John ist ein bisschen verliebt in Lea, aber er möchte ihr das nicht sagen, weil sie halt einen Freund hat. Und ja, die beiden sind halt nur Freunde, doch irgendwie, ja, prickelt es trotzdem zwischen ihnen. Und ich mochte es sehr, sehr gerne. Es ist so viel mehr als das, was ich jetzt zusammengefasst habe. Deswegen, wie gesagt, schaut auf jeden Fall bei meiner Rezension vorbei. Bei welcher Rezension ihr übrigens auch vorbeischauen müsst, ist die Dream Again Rezension von Mona Kastens Buch Dream Again halt. Und ich mochte es unglaublich gerne. Es geht hier um Blake und um Jude und die beiden kennen sich schon aus ihrer Vergangenheit, denn sie waren mal ein Paar. Und jetzt treffen sie wieder aufeinander und ja, da sind so einige Reibereien und irgendwie fühlen sie sich immer noch zueinander hingezogen. Ich mochte es unglaublich gerne. Ich habe es wirklich sehr geliebt. Für mich einer der besten Again-Bücher mit dem zweiten und ja, eins meiner liebsten Pärchen. Definitiv kann ich euch sehr empfehlen. Ich muss jetzt so schnell durchrattern, weil mein Kameraakku natürlich genau jetzt leer werden muss. Aber wir sind auch schon beim letzten Buch angelangt und zwar bei Kiss Me Once. Bin mir gar nicht sicher, ob ich vorhin schon davon mitgeredet habe. Auf jeden Fall eine süße Geschichte, war so mittelmäßig, hat mir jetzt nicht so unglaublich gut gefallen, aber war eine nette Geschichte für zwischendurch. Es geht hier halt um Ivy und um ihren Personenschützer Ryan und zwischen den beiden knistert es halt auch heftig. Ich fand auch die Geschichte war sehr unschuldig, sehr jung, sie war sehr süß. Der Schreibstil hat mir sehr, sehr gut gefallen. Für mich hätte das Buch schon ein bisschen kürzer sein können und am Ende ging mir alles viel zu schnell. Also das Buch an sich war echt lang und am Ende wurde alles so durchgerattert. Also war jedenfalls mein Gefühl. Wie gesagt, eine süße Geschichte. Ich würde es jetzt aber nicht unbedingt nochmal lesen, beziehungsweise ich würde jetzt auch nicht unbedingt den zweiten Band lesen. Aber den Schreibstil der Autorin mochte ich unglaublich gerne und ich werde auch definitiv noch ihre Fantasy-Bücher lesen. Und ja, das soll es gewesen sein mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was bei euch so eingezogen ist. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Tschüss!